Auf den sonnenbeschienenen Stränden der Karibik pflegen die alten Seemänner zu erzählen, dass die Göttin des Meeres sich eines Tages in einen schönen Fischer verliebte. Sie nahm ihn mit in ihren Bernsteinpalast, das im tiefsten Ozean gelegen war. Der in sie verliebte Gott des Donners schleuderte entzürnt einen Blitz, um den Palast zu zerstören. Der junge Mann fand darin den Tod. Untröstlich brach die schöne Göttin in Tränen aus, die sich in Bernstein verwandelten und sich auf eine weit entlegene Insel legten, der Dominikanischen Republik. Ich heiße Philippe Tourneur. Was meine Kreationen angeht, so inspiriere ich mich vorwiegend von Dingen, die ich in der Natur sehe. Traditionsgemäß ist das Holz kein Material für den Juwelier, obwohl es trotzdem immer verwendet wurde. Ich habe einen ziemlich idealen Link gefunden zwischen dem Holz. Das Ergebnis aus dem Holz ist das Harz, das es aussondert, und ich glaube, dass der Bernstein auf dieser Ebene wirklich ein perfektes Material ist. In dieser Kombination glaube ich, dass der Bernstein aus der Dominikanischen Republik am besten passt. Im Süden eingebettet in die Karibik, im Norden im Atlantischen Ozean, gehört die Dominikanische Republik zur Insel Hispaniola. Christoph Kolumbus entdeckte diese Insel am 5. Dezember 1492. Es lebten dort indianische Völker der Tainos, eine der höchst fortgeschrittenen Zivilisationen der Antillen. Nach einer bewegenden Geschichte, die von der Diktatur des Generals Trujillo durchzogen ist, ist die Dominikanische Republik heute eine Demokratie. Seine Wirtschaft hängt vorwiegend von der Landwirtschaft ab, dem Tabak, der Zigarrenindustrie, dem Kakao und dem Rohrzucker. Aber die Hauptaktivität ist ohne Zweifel der Tourismus, der sich schnell aufgrund der außergewöhnlichen Strände und der Gastfreundschaft seiner Einwohner ausgebreitet hat. Die dominikanische Erde beherbergt zahlreiche Reichtümer, insbesondere einen Edelstein, den Bernstein. Ebenso einen Stein mit der Farbe des Ozeans, den man nur auf dieser Insel findet, den Larimar. Im Südwesten der Insel, nahe der Grenze zu Tahiti, suchen die Frauen und die Kinder an den Stränden in den Anschwemmungen der Flüsse, die aus den naheliegenden Bergen kommen, nach dem Larimar. Diesen blauen, ursprünglich vulkanischen Stein gibt es nur in der Dominikanischen Republik. Bei seiner Entdeckung im Jahre 1970
kamen viele Bernsteinsucher mit ihren Familien in diese Region nahe der Stadt Barahona und versuchten reich zu werden. Leider sind die dunkelblauen Steine sehr selten, denn die Fläche der Fundstätte ist im Verhältnis zum Bernstein, der sich über das ganze Land erstreckt, eingeschränkt. Auf der anderen Seite sind die Arbeitsbedingungen in den Minen sehr hart und extrem gefährlich. Die Bergmänner steigen jeden Tag unter Lebensgefahr in tiefe Stollen ab, die schlecht gestützt und durchluftet sind. Und oftmals finden sie keinen einzigen blauen Stein. Mein Name ist Toni Frankes Cueva. Ich heiße Toni Frankes Cueva. Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. Ich arbeite bereits 15 Jahre in den Minen. Im Augenblick ist die Arbeit ein bisschen schwierig, denn die Löcher sind voll mit Erde und wir haben nicht genügend Zeit, um sie zu nutzen. Wir arbeiten sehr, sehr hart. Es gibt einen Fall, wo 4 junge Männer gestorben sind. Es ist nicht aus Unachtsamkeit geschehen. Das sind Dinge, die vorkommen. Es ist nicht der Berg, der sie getötet hat. Sie sind erstickt. Es sind die Dinge, die in der Luft sind. Ein echtes Handwerk bezüglich des Larimar hat sich in dieser Region entwickelt. Die Einwohner haben gelernt, ihn zu bearbeiten, um ihm eine für die Schmuckherstellung nutzbare Form zu geben. Obwohl viel härter als der Bernstein, wird er auf dieselbe Art poliert, um sein Dunkelblau und seine weißen Spiralen zur Geltung zu bringen. Aus der von der Mine produzierten Mengen werden nur 5% der blauen Steine zur Schmuckherstellung verwendet. Zahlreich sind diejenigen, die den Bernstein für den Larimar aufgegeben haben, weil sie glaubten, damit reich zu werden. Toni war einer von ihnen. Aber heute gehen die Tage dahin und kein Geld kommt herein. Der Zweifel befällt ihn, er muss vor der Katastrophe, in die seine ganze Familie gezogen werden würde, eine Entscheidung treffen. Die Zauberei und der okkulte Glaube gehören zum Alltag auf der Insel. Die Bergmänner greifen darauf zurück, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Das ist heute der Fall von Toni. Wir werden die Karten lesen, sehen, was wir lernen. Wir werden sehen, was passiert. Bei dir und bei mir. Es ist ein Problem, das von dir kommt, das du schon lange hast. Es ist nicht sehr schlimm, aber du musst eine Entscheidung treffen und schnell. In diesem Fall wird sich das Problem lösen können. Zieh eine andere Karte, mal sehen, was sie uns sagt. Was ist das Problem? Jemand ist böse mit dir. Du musst dich einige Zeit von deiner Familie fernhalten, sonst werdet ihr verhungern. Du kannst eine Karte wie diese hier ziehen. Ich sehe, dass wenn du schnell fortgehst, du viel Freude in einer anderen Arbeit finden wirst. Diese Karte bedeutet das Geld. Und du wirst einen Stein finden, mehrere gelbliche Steine, die dein Leben verändern werden. Du musst gehen, der Erfolg wartet am Ende des Weges. Die Karten sagen es, geh zu deinem Schicksal. Hola, mi amor. Guten Tag, Liebling. Wie geht's? Gut. Ich komme von der Arbeit. Wir arbeiten viel. Es gibt viel Arbeit. Wir fördern viele Steine.
Gestern ist es uns gelungen, drei Doppelzentner auszugraben, aber wir haben nichts behalten. Ich habe nur diesen hier behalten. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, aber er wird nicht reichen, um all unsere Ausgaben zu decken. Ja, das stimmt. Wir sind eine große Familie und wir geben viel aus mit den Kindern. Ich weiß nicht, wie wir es schaffen werden. Ich werde eine andere Arbeit suchen müssen. In den Bernsteinminen ist es viel besser. Ja, er ist gut, dieser Stein. So muss man es machen. Hier läuft nichts mehr. Uns geht es schlecht und wir haben nichts. Ich werde das verkaufen und dir das Geld geben. Ich werde woanders hingehen zum Arbeiten, in eine andere Mine, weil ich nicht weiter meine Hände und Arme zerstören kann, ohne etwas zu finden. Wir haben keinen Pfennig mehr. Wir haben keinerlei Ersparnisse. Ja, ich werde mit dieser Arbeit aufhören und ich werde nach Santiago gehen, in einer anderen Mine arbeiten. Die in der Nähe von Santiago gelegenen Bernsteinminen sind mehr als 200 Kilometer von Tonis Dorf entfernt. Um mit seinen wenigen Ersparnissen dorthin zu gelangen, nützt er die Gunst der Autofahrer, die ihn für einige Pesos in die Nähe seines Ziels bringen. Toni ist sehr entschlossen, reich zu werden für seine Frau und für seine Kinder. Er scheut keine Mühe und zögert nicht, viele Stunden zu laufen, um die Minen zu erreichen. Ah, mein Cousin. Ich bin dort oben vorbeigegangen, aber es gibt nicht viel. Wie geht's dort? Gut, mein Bruder. Wir schuften, aber ich glaube nicht, dass wir heute etwas finden. Gut, dann gehen wir. Es ist gut, es ist gut. Die Bergmänner dringen mehrere hundert Meter tief in die Stollen ein. Diese in die tonige Erde selbst gegrabenen Stollen sind nicht gestützt. Trotz der Gewohnheit treten häufig Unfälle auf. Sie legen von Zeit zu Zeit ein Stück Holz, um die Katastrophe zu vermeiden. Die Suche nach dem Bernstein erfolgt mit sehr einfachen Mitteln. Die Entdeckung ist oftmals dem Feeling des Bergmannes zu verdanken. In der Tat handelt es sich nicht um richtige Adern, sondern mehr um geologische Schichten, in denen vor sehr langer Zeit Harze eingelagert wurden, die heute versteinert sind. Der Bernstein ist wie der Kopal, ein Harz aus verschiedenen Pflanzenarten. Es ist eine Abwehr der Pflanzen, das Harz. Und der Bernstein ist nur wie der Kopal viel älter. Man unterscheidet den Kopal vom Bernstein, weil der Kopal im Alkohol noch lösbar ist. Im Allgemeinen bleiben die Kopale Kopale bis zu 50.000 Jahren und der Bernstein selbst ist ein viel älteres Harz. Die ältesten bekannten Bernsteine stammen von vor 300 Millionen Jahren. Der Bernstein aus der Dominikanischen Republik ist viel jünger. Er ist 20 bis 30 Millionen Jahre alt. Diese Harze haben einen großen Vorteil, ungefähr alles, was es im damaligen Wald gab, versteinerte. Also praktisch eine gesamte Fauna. Kleine Fliegen, Käfer, Termiten, Schaben. Diese in diesem Harz fossilierten Insekten durchmachen eine chemische Veränderung. Also das Innere des Tieres zerfällt sehr häufig zu Kohlenstaub, also diese organische Materie verwest. Die Zellen verwittern und die DNS im Inneren der Zelle ebenfalls. Man kann nicht darauf hoffen, in den ehemaligen fossilen Harzen, in den Bernsteinen, die DNS von fossilen Insekten oder Pflanzen zu finden. Und weil die DNS nicht fossiliert ist, ist die Geschichte von Jurassic Park, wo eine Mücke einen Dinosaurier gestochen hat und der man das Blut gefunden hat, ein schönes Märchen.
Minen werfen manchmal unglaubliche Mengen Bernstein aus, dann, ohne Übergang, liefern sie mehrere Monate lang nichts mehr. Das ist ein großes Problem für die Bergmänner, die ihre Familien mit dem Verkauf ihrer Funde ernähren. Hör zu, Toni. Du musst zur Mine der Kakaos gehen. Du musst einen Freund finden, der dir hilft, eine neue Arbeit zu finden. Verstehst du? Aber der Bernstein von hier ist viel wertvoller. Das ist anders. Ja, du kommst hierher, aber es gibt keine Produktion mehr. Verstehst du? Der Bernstein von hier ist mehr wert und besser. Es gibt keinen Zweifel, aber zurzeit gibt es nichts mehr. Dann, kein Problem, gehe ich dorthin. Der auf dieser Insel meist gesuchte Stein ist zweifelsohne der Bernstein. Er ist an zahlreichen Stellen zu finden. Mit seiner Farbe und seinem sanften Aussehen wird er als das Symbol der Schönheit und der Sanftheit angesehen. Die Dominikanische Republik ist nicht das einzigste Land, das den Bernstein fördert. Mehrere Gebiete in Europa, Asien, Afrika und anderen beherbergen sie in ihrem Untergrund. Hier findet man den faszinierendsten unter den unterschiedlichen Qualitäts- und Farbsorten. Was suchen Sie hier? Bernstein. Der dominikanische Bernstein war schon immer berühmt. Das Buch »Die Dekaden der neuen Welt«, geschrieben im Jahre 1493 von Pedro Martir d'Angleria, berichtet so von Christoph Kolumbus. Er hat entdeckt, dass all dieses Land einfach Gold, Baumwolle, Gewürze wie den Pfeffer, Schildlausbäume, grüner Bernstein und viele andere wertvolle Produkte im Überfluss hervorbringt. Es war offensichtlich für alle Erforscher unmöglich, die Allgegenwart dieser Materie auf der Insel zu ignorieren. Gibt es hier Bernstein? Ja, es gibt Bernstein. Und auch in einer Mine nicht weit weg von hier. Das Wort Ambre kommt vom arabischen Anbar und bezeichnet den Pottwal. In Wirklichkeit gibt es zwei Arten von Bernsteinen, die man nicht verwechseln soll. Der graue Bernstein, der eine Ablagerung ist und vom Magen des Pottwals produziert wird. Es handelt sich dabei um eine seltene Substanz, die bei der Herstellung von Parfums verwendet wird. Und der Bernstein, der uns hier interessiert und der ein fossiles Harz ist. Früher glaubte man, dass die Sonnenstrahlen, die das Meer berührten, sich in Bernstein verwandelten. Dieser Volksglaube hatte nicht Aristoteles beirrt, der seit dem 4. Jahrhundert vor Jesus Christus die tatsächliche Eigenart des Bernsteins bereits erkannt hatte. Mein Name ist Jorge Martinez. Ich heiße Jorge Martinez. Ich bin Kunsthandwerker für Bernstein und Larimar. Ich habe 37 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Bernstein und 3 mit Larimar. Ich habe fast mein ganzes Leben damit verbracht, den Bernstein zu bearbeiten.
Der Bernstein besitzt 14 Farben, darunter das Gelb, das Grün und viele andere verschiedene Farben. Zum Beispiel hat das Gelb auch 14 verschiedene Nuancen, das Blau ebenfalls und so weiter. Der fleckige Bernstein hat eine Vielzahl von unterschiedlichen Farben. Den rosa Bernstein findet man nur sehr schwer. Ich bekomme ungefähr alle 10 Jahre einen, wenn ich ein Doppelzentner Bernstein pro Monat verarbeite. Die unterschiedlichen Farben des Bernsteins sind vielleicht auf die Pflanzenart zurückzuführen, aus der das Harz stammt, aber auch auf die Bedingungen und die Dauer seiner Fossilierung. Die Anwesenheit von organischen und mineralischen Elementen im Bernstein sowie eine Temperatur- und Druckänderung, die während der Bildung stattfand, können einen großen Einfluss auf seine Farbe haben. Ich heiße Jorge Caridad. Die Geschichte des Museums beginnt, als ich in den Jahren 77, 78 anfing, Bernsteinsammlungen an Personen zu verkaufen, die aus Europa kamen. Damals war der Bernstein nicht viel wert. Man konnte Fossilien im Bernstein kaufen. Also die Preise waren, ein Pfund Bernstein konnte damals 20 Pesos kosten. Die Kunden konnten leichter Fossilien für $1 oder $2 kaufen. Ich habe also verkauft, viele Stücke ohne zu wissen, was ich wirklich verkaufte. Es ging nach Angebot und Nachfrage. Dann lud mich ein Kunde nach Europa, nach Deutschland ein, und ich habe mir die Sammlung des Museums von Basens und die vom Naturhistorischen Museum von Stucka angesehen. Ich bin dort angekommen, ich war sehr überrascht, all diese Stücke zu sehen, die ganze Sammlung, Spinnen, Ameisen, Frösche. Und wirklich, ich schämte mich und habe mir Fragen gestellt. Ich habe mir gesagt, was ich machen könnte, ist ein Museum in Santo Domingo zu gründen. Was Jurassic Park angeht, so war es ein sehr wichtiges Ereignis, denn er hat den dominikanischen Bernstein auf der ganzen Welt berühmt gemacht. Natürlich kann die Öffentlichkeit, die sich nicht auskennt, denken, dass man nur zur Mine gehen muss und nach 100 Mücken oder 200 Fliegen verlangen kann. Aber man kann manchmal nur 2 oder 3 Mücken pro Jahr finden. Es gibt nicht so viele davon. Man kann zur Mine gehen und nach einer Menge von unterschiedlichen Insekten fragen. Aber da nimmt man, was man bekommt. Jurassic Park hat mir gestattet, alles zu verkaufen, was ich auf Lager hatte. So konnten wir diesen anderen Teil kaufen. Ich hätte so gerne, dass sie einen weiteren Jurassic Park machen. Gut, überall auf der Welt gibt es Fälschungen, sogar hier. Die Touristen können eine Eidechse für 200 Pesos oder $20 kaufen. Der Bernstein war in den längst zurückliegenden Zeiten bereits bekannt. Ganz am Anfang unseres Zeitalters machte die Gemahlin Nerons, dessen Haarfarbe Bernsteinfarben war, diesen Edelstein zu einem der begehrtesten seiner Zeit. Der berühmte romanische Naturalist Plinius der Ältere erzählt, dass eine kleine Statue mehr wert war als ein Sklave. Diejenigen, die nicht in den Minen arbeiten, tragen dennoch dazu bei, indem sie das wertvolle Harz säubern und aussortieren. Die Gewohnheit erlaubt es ihnen, das Aussortieren so zu gestalten, dass sie die Edelsteine in Sätze mit verschiedenen Qualitäten und unterschiedlichen Preisen verteilen, je nach Verkaufsprognose.
Ah, schau her. Kannst du mir diesen Stein reinigen? Den großen da? Diesen hier? Den da? Den anderen. Bitte, kannst du ihn säubern? Okay, kein Problem. Den großen da aus dieser Gruppe. Nimm ihn heraus. Diesen hier? Arbeiten Sie weiter. Ich gehe zum Karneval. Bis später. Ich heiße Riquillo, aber jeder nennt mich Tahiti. Ich bin hier geboren, ich habe die ganze Zeit hier gelebt. Ich kenne den Bernstein seit meiner Geburt. Mit 7 Jahren habe ich angefangen, mit meinem Vater zu arbeiten. Ich bin damit groß geworden. Ich bin also sehr lange mit dem Bernstein verbunden. Als mein Vater gestorben ist, war ich schon gut eingearbeitet. Ich kümmerte mich um die Verhandlungen, eine Aufgabe, die er mir bereits übergeben hatte. Und als er gestorben ist, habe ich weitergemacht. Wie geht es Ihnen? Kommen Sie herein. Schauen Sie sich den Bernstein an. Sehen Sie. Er ist sehr schön. Mit Insekten. Wir haben auch Insekten, Fossilien. Schau die Arbeit an. Das ist eine ganz andere Arbeit für den Karneval von La Vega. Er ist schön, nicht wahr? Sehr schön. Das ist dominikanischer Bernstein, der beste Bernstein der Welt. Wenn du Geschäfte machen willst, kann ich dir Bernstein verkaufen, wenn es das ist, was du suchst. Ich suche die Bernsteinminen. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Willst du jetzt gehen? Ja, dann los. In der Dominikanischen Republik arbeiten die Bernsteinbergmänner, auch die Ambreros genannt, Tag und Nacht, um das wertvolle Material der Erde zu entnehmen. Aber man weiß sich auch zu amüsieren, wenn die Zeit des Karnevals kommt. Alle Sorgen verschwinden, nur die Musik und das Fest zählen. Jede Region ist bei den wilden Umzügen vertreten, wie der von La Vega. Die Künstler verdoppeln die Kreativität, um die Masken noch schöner und noch wertvoller zu gestalten als die von den vorhergehenden Jahren. Der Bernstein wird traditionsgemäß und ausreichend für die Kostüme verwendet. Nichts ist zu aufwendig, um mit den anderen Gruppen zu rivalisieren. Diese Atmosphäre der Karibik und sein Parfum der Verrücktheit dauert mehrere Tage und mehrere Nächte. Dann kommt der Augenblick, wo der Bernstein seine Ambreros zur Vernunft ruft. Ich wäre lieber Bergmann.
Aber ich habe nur selten die Möglichkeit, regelmäßig in den Minen zu arbeiten, denn die Bergmänner brauchen mich, um ihren Bernstein zu kaufen. Die Bergmänner brauchen mich. Ich kaufe das Material für die Arbeit. Es sind viele und ich kann nicht in einer einzigen Mine bleiben. Die Menge an Bernstein, die wir in dieser Zone haben können, hängt vom Regen ab. Denn wenn es regnet, können wir nicht arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten, gibt es keinen Bernstein. Also wenn wir eine Saison mit wenig Regen haben, mit mehr Sonne, können wir 10 Pfund blauen Bernstein pro Monat gewinnen. Das ist ungefähr so viel wie 5000 Gramm blauer Bernstein pro Monat. Wir haben Stücke aus der La Toca gewonnen, die für mehr als 100.000 Dollar verkauft wurden. Und die Museen, in denen sie sich im Augenblick befinden, schätzen sie auf Millionen von Dollar. Die Bergmänner arbeiten in Gruppen zu 6 bis 8 Personen, manchmal 10. Alle Ausgaben für Material, Essen, alles, was sie zum Arbeiten brauchen, werden von einem Zwischenhändler übernommen. Das kann ich sein oder jemand anderes. Wir unterschreiben kein Papier. Wir diskutieren, wir verhandeln mit dem Leiter der Gruppe. Ich werde also die Kosten für die Arbeit finanzieren. Ich leihe ihnen Geld. Wenn sie anfangen, Bernstein zu gewinnen, verkaufen sie ihn nur an mich, gemäß vorheriger Vereinbarung. Wenn sie viel gewinnen, nehme ich viel. Wenn sie wenig produzieren, kaufe ich wenig. Und wenn sie kein Glück haben, Bernstein zu finden, dann finanziere ich die Arbeit weiter, bis sie welches finden. Gut, wir haben ungefähr 2.000 bis 3.000 Personen, die direkt oder indirekt vom Handel mit Bernstein profitieren. Das heißt, dass von diesen 3.000 Personen 1.000 oder 1.200 Personen direkt vom Bernstein profitieren. Sie arbeiten als Bergmänner oder Zwischenhändler oder in den Werkstätten. Der Mensch war schon immer von diesem honigfarbenen Material fasziniert. Das älteste Bernsteinobjekt in Verbindung mit dem menschlichen wäre 30.000 Jahre alt. Es handelt sich um ein Amulett mit einem Loch, das in der Region Hannovers entdeckt wurde. Zahlreiche magische Kräfte wurden ihm beigemessen. Unter anderem diente er dazu, die Fruchtbarkeit anzuregen, und Stücke wurden in die Kleidung der Gladiatoren genäht, um sie zu schützen. Weit vor Jesus Christus wurden Bernsteinketten getragen, um die Krankheiten fernzuhalten und um sie zu heilen. In Asien bereiteten die Chinesen einen schmerzstillenden Arzneitrank zu, den der Edelstein einschloss, man nannte ihn Bernsteinsirup. Noch heute tragen Kleinkinder Bernsteinketten, um sie vor Zahnschmerzen zu schützen. Überreste einer alten Tradition, als man den Kleinen ein gut poliertes Bernsteinstück zum Kauen gab. Tahiti unternimmt oft Reisen, um die Bergmänner zu treffen und um die letzten Funde einzusammeln und zu kaufen. So ist er am Ausgang der Mine der Bestplatzierte, um die schönen Stücke zu finden, die er dann leicht weiterverkauft. Dieses kleine Stück ist nicht sehr gut, aber gut. Nachdem wir die gemeinsame Arbeit wieder aufnehmen, ich will darauf achten, dass wir uns gut verstehen, dass wir uns helfen, mit allem Respekt, den wir verdienen. Wir haben gerade die Ader gefunden. Es gibt einen Stollen, der eingestürzt ist, und wir haben gedacht, dass wir nichts einsammeln werden. Ich weiß, dass die Ader gut ist. Sie ist von guter Qualität. Das ist genau das, was ich mag, denn es ist der Bernstein, den die Leute am meisten wollen.
Also, wollen wir es wiegen? Gut, okay, wir wiegen es. Die Fundstätten des Bernsteins verteilen sich auf viele Orte der Insel, besonders auf die Ostkette zu Sabana del Mar hin. Aber die reichsten Minen befinden sich in der Nordkette bei den Städten von Puerto Plata und Santiago. In der Nähe der letzten befindet sich die Mine von Los Cacaos, die bekannt für seinen bläulichen Bernstein ist. Es ist diese Mine, zu der Toni aufbricht, fest entschlossen, reich zu werden. Im tropischen Wald gelegen, führt kein Weg dorthin. Diese Mine heißt Los Cacaos. Wir arbeiten seit einigen Jahren hier, um unsere Familien zu ernähren. Hier sind wir fünf, die arbeiten. Zusätzlich zu den anderen, die bereits hier arbeiten. Und manchmal kommen Truppen, um hier zu arbeiten. Wenn einer von uns etwas findet, teilen wir es in gleiche Teile nach Verrechnung der Arbeitskosten. Wir können diese Mine nicht mehr fördern, weil wir nicht die Mittel haben. Sie reicht gerade aus, dass wir uns ernähren und ein bisschen arbeiten können. Wenn wir Hilfe zur Förderung bekommen könnten, würden wir tiefere Stollen graben und wir würden mehr Steine hervorbringen. Jetzt, sobald der Stollen ein bisschen zu weit geht, sind wir gezwungen, ihn zu zerstören, weil wir nicht weitermachen können und sie droht einzustürzen. Wir haben nicht die Mittel, die Stollen mehr zu nützen. Auf der Dominikanischen Republik gibt es nur handwerkliche Abbaubetriebe des Bernsteins. Keine Industrie hat sich in diesem Wirtschaftszweig angesiedelt. Die Bergmänner verwenden zwei Techniken, um das wertvolle Material auszugraben. In der Mine La Toca, wo Toni seinen Cousin getroffen hat, wurden die Stollen horizontal zum Felsen angelegt, um die an Bernstein angereicherten Adern im Herzen des Berges zu erreichen. Dieser ziemlich widerstandsfähige Felsen ermöglicht es, lange Tunnel mit geringer Einsturzgefahr zu graben. In der Mine Los Cacaos werden die Ambreros, die Sedimentschichten vertikal ausheben, die die fossilen Harze einschließen und die nahe zur Oberfläche liegen. Diese angeschwemmten Schichten bestehen oft aus Tonerde und Sand. Der Abbau ist deswegen sehr gefährlich. Ein horizontales Loch würde nach wenigen Metern einstürzen. Es gibt dort oft Unfälle. Man muss schon ein geübtes Auge haben, um die Bernsteinblöcke in der Tonerde ausfindig zu machen.
Ein unachtsamer Schlag mit der Hacke kann einen Block von unschätzbarem Wert zerstören. Seine Farbe ist identisch zum Muttergestein. Nichts lässt daran denken, dass sich im Inneren dieser grauen Masse eine Substanz befindet, die dem Entdecker Reichtum bescheren wird. Der Verkauf ist sehr organisiert. Der Bergmann weiß genau, an wen er sich mit seinem Fund wenden soll. Die Käufer zahlen in bar und gut, denn die schönen Exemplare sind selten. Der Ablauf ist bei jedem gut bekannt, der Verhandlungsspielraum ist gering und das Geschäft schnell. Wie geht's? Ist alles okay? Ich habe dir das mitgebracht. Schau, ob es dich interessiert. Zeig. Sieh mal. Wie viel? Schau diesen hier. Können wir ihn wiegen? Du kannst ihn wiegen. Hier ist die Waage. Ja, wir werden ihn wiegen. Wie viel wiegt er? Wie viel hast du da? Dieser hier hat 200 Gramm und ein paar zerquetschte. 202 Gramm. Hör zu, ich werde ihn dir verkaufen, weil ich Geld brauche. Ich wollte ihn nicht verkaufen. Ich wollte mich nicht von ihm trennen. Aber diesen hier gebe ich dir für 10. 10.000? Er ist zu teuer. Ich werde dir alles zusammen machen. Gib mir 3. 26 alles zusammen. 26? Das ist zu wenig. Weißt du, es war sehr schwierig, diesen hier auszugraben. Er war gut versteckt. Also, mein letztes Angebot ist 28. Ich werde dir 27.000 geben. 27? Einverstanden. Wenn du noch andere hast, bring sie mir. Ja, einverstanden. Ist das Bernstein? Das ist Bernstein mit Gold umfasst. Ist es ein Naturbernstein? Ist es nicht Plastik? Nein, das ist kein Plastik. Der hier, ja, der ist aus Plastik. Du kannst den Unterschied im Salzwasser erkennen. Der hier ist aus Plastik, er bleibt am Boden liegen. Und dieser hier, aus Bernstein, bleibt oben, er schwimmt. Ach so, können wir es ausprobieren? Ja, Sie können es ausprobieren. Der hier ist aus Plastik. Amber. Bernstein? Steigt nach oben. Zeigen Sie mir eine andere Methode, um den Bernstein zu testen. Ich werde es dir mit dem Feuer zeigen. Schau, wie der richtige Bernstein brennt. Der hier ist echt. Jetzt werde ich das Plastik testen. Es brennt nicht. Das Plastik brennt nicht. Der Bernstein ist kein Mineral. Es ist ein organischer Stoff mit besonderen Qualitäten. Er hat eine sehr geringe Dichte, deswegen treibt er im Salzwasser. Er ist verbrennbar. Ausgestattet mit piezoelektrischen Eigenschaften zieht er leichte Gegenstände an. Aus diesem Grund haben ihn die Griechen der Antike Elektron genannt, was später zu Elektrizität wurde. Ich möchte, dass du mir mit dem dieses Stück da machst. In dieser Form? In dieser Form. Wie die Tränen. Facettenartig? Facettenartig.
gut? Das ist machbar. Ist das alles oder gibt es noch etwas anderes? Nein, das ist alles. Wir sind uns einig. Bis wann hast du die Arbeit erledigt? Es ist in 10 oder 15 Tagen fertig. Die besten Bernsteinschleifer sitzen in Santo Domingo. El Chino ist einer der Meister auf diesem Gebiet. Er kann dieses weiche Material schleifen und formen. Es verträgt nicht den geringsten Fehler, weder in der Arbeitstechnik noch im Know-how des Rohlings und was man daraus machen kann. Die Risse, die Einschlüsse, die Empfindlichkeiten, die Farbe, jedes dieser Elemente muss mit dem Auge des Meisters bewertet und bei der Realisierung des Kunstwerkes berücksichtigt werden. Das Sägen, das Polieren, dann das Glänzendmachen offenbaren allmählich die Besonderheit dieses Stoffes. Hallo? Sagen Sie mir. Ja, ich bin gerade dabei, die Stücke anzufertigen. Ich diskutiere mit dem Herrn, um zu sehen, ob es möglich ist, sie zu machen. In den Werkstätten von Philippe Tourneur wird die Studie des Schmuckstückes mit Genauigkeit durchgeführt. Kein Detail wird dem Zufall überlassen. Wie jeder Meister seiner Art beaufsichtigt er bis zum letzten Augenblick das Entstehen seiner Kreation. Dann kommt der Augenblick, wo das Schmuckstück sich um den Hals einer Frau schwingt, das Endziel, wofür er gemacht wurde. Der Bernstein
ist ein Geschenk Gottes an die Dominikanische Republik. Aus diesem Grund pflegen die Ambreros zu sagen, dass solange die Sonne jeden Tag ihre Insel bescheint, der Bernstein wachsen wird.